ich geselle mich mal zu den Damen hier, die ihr Tag ein, Tag aus trainieren und ehrlich gesagt, die erschöpfen nicht. Diesen Duracell-Häschen. Die erschöpfen wirklich überhaupt nicht. Die sind jetzt hier schon seit 19 Tagen am Dauerlaufen und kein Problem. Vielleicht haben sie Angst, wenn sie aufhören, dass sie sterben. Geh mal ein Springseil. Verbringen wir doch einfach mal den Tag hier im Fitnesscenter und trainieren mal richtig intensiv wieder. So, ich will jetzt einen auf Ausdauer machen. Ja, es bringt weniger, ich weiß. Aber ich will die Ausdauer jetzt ein bisschen höher haben. Wir werden das brauchen. So, jetzt mag er nicht mehr da trainieren. Wenn der Tag rum ist, werde ich nochmal die Handpads mitnehmen. Und ich glaube, dann gehe ich am besten auf Ausdauer dauerhaft 4. Gehen wir noch ein bisschen an den Sandsack. Wir brauchen noch ein bisschen Kekse, damit wir auch genug... wir brauchen 13 Kekse, damit wir unseren nächsten Skill hochmachen können. Also damit wir das hier auf 4 dauerhaft halten können, dann muss ich das auch erstmal nicht mehr trainieren. Dann kann ich ein bisschen auf Stärke hochmachen und ja, dann schauen wir mal. Oh, wir haben fast unseren ersten Skill auf 5, seht mal. Hätte ich so gar nicht erwartet. Wow, so ein Tag, also ein ganzer Tag im Fitnesscenter bringt echt was. Okay, jetzt haben wir Hunger. Wenn wir viel mehr Geld haben, würde ich hier die Snacks essen. So. Es ist ja vollkommen egal, wir müssen ja bloß ein einziges Mal treffen, dann haben wir ja eigentlich schon gewonnen. Der wehrt sich ja nicht. Ansonsten, wenn wir den, das andere nehmen, wo er sich wehrt, sind alle seine Werte auf 5, das packt man noch nicht. Ich werde den hohen Schlag hier nehmen. Stärker als ein einfacher Schlag, verbraucht aber auch mehr Energie. Und danach den Dauerläufer. Deine Ausdauer sinkt nicht unter 4. Darauf habe ich es natürlich abgesehen. Ich will jetzt nicht ins Lagerhaus, aber wahrscheinlich muss ich jetzt hin. Nee. Dieser Koffer blinkt dann nämlich ständig und dann sagt er, geh da hin. Auch wenn ich das nicht will. Training verbraucht übrigens auch kaum Ausdauer, ist mir aufgefallen. Also wir können wirklich den ganzen Tag trainieren. Arbeit macht uns viel mehr kaputt. So, noch ein Stück Pizza. Oder eine ganze Pizza. Der Typ hat jetzt sechs Pizzen hintereinander gegessen und die Leute sagen, ich bin verfressen. So. Ich mache das noch nicht, als ich so jetzt das ganze Geld sammle. Das habe ich im letzten Mal gemacht und ich habe ewig gebraucht, um Geld zu sammeln. Und dann wurde es mir immer wieder abgenommen. Wenn wir nämlich einen Kampf gegen so einen Verbrecher verlieren, verlieren wir auch die Hälfte unseres Geldes. Zweimal am Tag arbeiten und den Rest können wir eigentlich mit Trainieren verbringen. Ich glaube, das kriegt man ganz gut hin. Da kriegt man auch vielleicht langsam mehr Geld dazu. So. Fahren zum Supermarkt. Abo gibt uns Pizza. Okay, wir sind jetzt nicht mehr voll ausgeruht, aber das ist ehrlich auch gesagt egal. Ich will ja die Skills jetzt ein bisschen hochkriegen. Oh, wir haben schlechte Laune. Das ist schon länger nicht mehr so gewesen. Machen wir das noch ein bisschen. Hauptsache, die Werte sinken nicht mehr in den Keller. Außer unsere Laune, die ist natürlich... Oh, es wird besser. Natürlich verlieren wir wieder ordentlich. Machen das jetzt, bis die Energie wieder null ist. Dann machen wir noch die Handpads. Ja,
Ja, wenn ich mit schlechter Laune ist es echt nicht so gut. Ich hatte dann auch das Problem, er hat ja schlechte Laune gekriegt und ist im Grunde nichts dabei rausgekommen. Weil uns das Geld ja ständig abgenommen wurde, was wir hatten. Das ist echt nicht lustig. So, wir gewinnen den Kampf eh schon. So, wieder zwei Kekse dazu. Wir gehen nach Hause mit dem Bus. Essen noch ein bisschen Pizza. Schlafen natürlich, essen dann noch was. Und dann müssen wir wieder arbeiten. Langsam steigen die Werte doch. Und irgendwann sind wir gut genug, dass wir es mit Silver im direkten Kampf aufnehmen können. So. Das Gute ist, die Pizza treibt unsere Laune auch deutlich höher als Fleischessen. Dafür ist es ein klein bisschen teurer, aber wir sind ja eh Vegetarier. Bisschen Werte verloren heute. Macht aber nichts. Ich muss nur aufpassen, dass der Spaß nicht unter 50% fällt, weil sonst ist das Training wieder weniger effektiv. Das muss jetzt reichen. Von dem Restgeld holen wir uns dann wieder Pizza. Und der Rest des Tages wird wieder trainiert. Kann ich schon wieder gegen Silver? Oh, ja, geht. Nehme ich jetzt immer mit, weil ehrlich gesagt, ich brauche die Talentpunkte, beziehungsweise die Kekse. Ist auch ein bisschen per Zufall, seht ihr? Wie unterschiedlich wir angreifen. Und die Laune ist auch wieder besser. Vier Stück haben wir. Müssen noch zweimal Handpads machen, dann... Oh, wir haben überhaupt kein Geld mehr. Macht aber nichts. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall unsere Ausdauer hoch. Und ich werde demnächst auch mal wieder einen Kampf in der Übungsliga machen. Ich weiß nicht, wie stark die an der Lagerhalle sind, aber ich denke mal, ich werde so Werte um die 6 brauchen, um es mit denen aufzunehmen. Weil ich glaube, die werden uns ziemlich zusammenschlagen sonst. Und vielleicht auch unser Pausengeld klauen, ich weiß es nicht. Oh, wir haben den Wert 4 erreicht. Jetzt mache ich noch ein bisschen mehr, damit wir den auch halten können. Und danach muss ich nach Hause, was essen, schlafen und wieder arbeiten. Der zweite Wert ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So. Kann ich mich für den Kampf anmelden? Ah, nee. Oh, ich habe gar kein Geld. Ich muss zu Fuß laufen. Egal. Das war, glaube ich, viel zu viel. Oh, nee, doch nicht. So, jetzt schlafen wir in den Schlaf der Gerechten. Unsere Laune ist übrigens auch ganz gut. So mag ich das, wenn die Laune gut bleibt. Wenn es mal hart auf hart kommt, kann ich auch hier im Café wahrscheinlich was essen, direkt nach dem Arbeiten. So. Machen wieder 2,5 Mal arbeiten, dann verschwenden wir halt einen Tag, ist nicht so wild. Und ich würde sagen, dann melden wir uns auch schon mal für den nächsten Kampf an. Zumindest gleich. Dann sammle ich lieber ein bisschen mehr Geld. So, ich melde mich jetzt an. 2 Tagen, da kann ich auch meine Laune auch vorher ein bisschen runterbringen. So, zur Muckibude. Silver herausfordern. Ordentlich auf ihn eintreten. Ja, ich glaube sogar, dass das richtig Spaß macht, wenn man gegen so jemanden kämpft. Noch ein Übungskampf, dann haben wir tatsächlich genug zusammen. Oh, wir haben schlechte Laune. Ich muss die Werte aber noch ein bisschen hochkriegen.
wenigstens den Wert. Der sollte auf 4 bleiben. Okay. Ich glaube, die nächsten 2 Tage sollte der bleiben. So wie er ist. Jetzt schlafen wir uns aus. Dann kann man den Rest auch mit Arbeiten verbringen, weil ehrlich gesagt, die Laune wird ja danach eh wieder ansteigen. Richtig Gesundheit verliert ihr übrigens nur, wenn ihr einen Kampf verliert. Und das einmal habe ich gerade hier einen Kampf verloren und dann wurde ich direkt ausgeraubt. Das war natürlich super toll. Bist nämlich noch schneller am Boden. Wenn du eh schon verletzt bist. Ich denke mal, bei einem Ultimate. Was passiert eigentlich, wenn die Gesundheit ganz auf Null fällt? Ist man dann tot? Ich meine, ich will es nicht rausfinden, aber trotzdem. Wäre doch mal gut zu wissen. Okay, wir sind noch auf 4. Heute ist der Kampf. Ich hole mir jetzt gleich noch ein paar Pizzen. Mach den Übungskampf. Komisch, ich wurde noch nicht einmal angegriffen. Das ist ehrlich gesagt sehr ungewöhnlich. Handpads. Und gewonnen. Dann können wir uns das nächste Talent holen. Und zwar kann ich da Dauerläufer holen. Ja. Und danach will ich, glaube ich, das. Oder ich gehe... Ja doch, ich glaube, ich will als nächstes aktive Talente. Und dann werde ich hier oben lang den Weg des Tigers gehen, damit ich auch die schnelle Reaktion bekomme. So. Wollen wir es probieren? Warte mal, Liga 9. Ist in Liga 9. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich wünsche, mein Name stünde hier. Kannst du mir das sagen? Nee. Kann mir auch irgendjemand sagen? Ach so. Ah, hier sehe ich's. Ah, super. Dann kann ich wenigstens in ihrer... Oh, Roy Jackson. Den werden wir auch noch kennenlernen. Okay. Der Typ ist, glaube ich, ganz gut. Super, wenn ich das wenigstens einsehen kann, dann kann ich auch kämpfen. So, gegen Bill Spark. Wir haben deutlich bessere Werte. Okay, er ist uns Stärke deutlich überlegen. Aber wir haben die bösen Tritte. Und wir haben deutlich mehr Leben. Ui, ein Achterkombo. Komm schon, Brett. Tritt ihn um. Unsere Ausdauer sinkt, aber seine Ausdauer sinkt noch viel mehr. Das ist gut. Wir haben die bessere Konstitution. Und wir teilen auch mehr aus, glaube ich. Und jetzt haben wir noch mehr Leben. Ui. Jetzt geht aber seine Ausdauer auf den Boden und dann werden wir ihn gleich umschmeißen und dann sieht es richtig übel aus für ihn. Hau ihn um! Ach. Gegen Ende der Runde muss man, wenn man die kurz vor Ende der Runde umhaut, hat man den besten Vorteil, denn regenerieren sie nämlich nur das, was wir vom Umhauen gekriegt haben. Da, 5er-Treffer. Das war auch ein 5er-Treffer. Ach komm. Wir haben viel mehr Leben als der, das muss doch möglich sein. Das war ein höherer Treffer, weil er keine Ausdauer mehr hatte. Und wenn er keine Ausdauer hat, kann er auch nicht zuschlagen oder zutreten. Und wir haben gewonnen. Runde 4, unaufhaltbar. Unsere Laune ist wieder super, wir haben 3 Kekse gewonnen und 20 Leben verloren. Was ist jetzt los? Hey du da, Großer, ich bin Roy. Hey, ich hab doch gesagt, den sehen wir. Der Kampf war klasse, wirklich richtig klasse, Großer. Weißt du, was Groß gewonnen ist? Ich habe Groß an deinem Kampf gewonnen, Großer. Ich will dir danken, lass uns einen trinken gehen. Ich lade dich ein. Ich soll nach dem Kampf wirklich Dampf ablassen, warum nicht? Ein Freund, Roy ist ein netter Kerl, ihr könntet wirklich Freunde werden. Klasse, Großer, gehen wir. Nach 2 oder 3 Runden gehst du in den Hinterhof, um etwas Luft zu schnappen. Schöner Abend, nicht wahr? Was? Ja, hallo. Ich will dir eine Frage stellen. Was weißt du über Selbstzerstörung?
Ziel, triff Tyler. Du hast Tyler getroffen. Der sieht nett aus. Du solltest mehr Zeit mit ihm verbringen. Denn keiner ist geiler als Tyler. Selbst was? Ich bevorzuge Selbstverbesserung. Hat mir mein Vater beigebracht. Verbesserungen wie dein große Muskeln bekommen, Geld verdienen, neue Sachen besitzen. Du weißt, dass dein Besitz dich am Ende besitzt, nicht wahr? Hör mal, ich will nur mal ein paar Bierchen trinken und nach Hause gehen. Ich habe keine Idee, was du von mir willst. Weißt du, für einen Kämpfer bist du ganz schön langsam. Willst du ein paar neue Narben oder nicht? Ohne Narben wirst du sterben. Hä? Komm wieder, wenn du bereit bist. Eine Lektion in Selbstverstörung wartet hier auf dich. Street Fighter, gewinne 5 Straßenkämpfe. Das ist nicht einfach, aber du schaffst das schon. Und hier konnte man nämlich was sammeln. Wow, das sieht aus wie ein Burger, den nehme ich lieber mit. Wir haben jetzt einen leckeren Müllburger mitgenommen. Ich weiß nicht warum. Oh nein, dieser scheiß Koffer schon wieder.